Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo, hast du Bock, mir als digitaler Nomade um die Welt zu folgen? Hast du Bock auf meine 7 Erfolgsgeheimnisse und das Erfolgskit für dein Online-Business? Hast du Bock auf meine Top-Lifehacking-Apps? Und das alles kostenlos? Dann geh jetzt auf www.dnx-berlin.de/news und melde dich kostenlos zum DNX-Newsletter an. Yo Leute, was geht? Das ist die Lifehacks Show und mit dem Lifehacks All-Stars Panel. Und das Lifehacks All-Stars Panel hat das erste Mal im Mai 2017 im Rahmen der DNX stattgefunden. Und es war ein voller Erfolg. Wir waren oben im InnoSpace im Beta-Haus mit 250 Leuten. Das Ding war packed. Insgesamt haben wir 3 Stunden am Stück aufgenommen, zusammen mit the one and only Tobias Beck und the one and only Laura Seiler. 2 der beliebtesten Gäste ever hier auf dem Lifehacks Podcast und die habe ich mir dann geschnappt, um das All-Stars-Panel mit denen aufzunehmen und in den 3 Stunden ist echt keiner aufgestanden, keiner rausgegangen, die Energie war total hoch und wir haben über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, wir haben über Business gesprochen und über viele, viele, viele andere Sachen. Es war super kurzweilig und super spannend mit den beiden, also check it out und viel Spaß. Ich war ja im Februar, habe ich 10 Tage Vipassana gemacht, so ein 10 Tage Schweige-Meditations-Retreat. Retreat klingt irgendwie so, als wäre es voll schön gewesen. Am Tag vorher haben wir den Podcast gemacht, weißt du es noch? Ja. Das weiß ich nicht, stimmt. Ja. Und jedenfalls war es dann aber so, dass ich quasi als Quintessenz aus diesen 10 Tage Meditation, was ich da eben gelernt habe und was ist, was mir halt nie wieder irgendjemand nehmen kann, ist, dass ich gelernt habe, dass jedes Gefühl, was da ist, und ich hatte da wirklich Gefühle, die hatte ich noch nie in meinem Leben und die will ich auch nie wieder haben in meinem Leben, weil die waren so tief, die waren so gemein und die waren so, das war wirklich die größte Angst, die man empfinden kann, hatte ich in dieser Zeit. Und das Schöne war, ich bin noch da und ich habe gelernt, dass dieses Gefühl da ist, dass ich es aushalte und dass es wieder geht. Und so die Vipassana ist ja quasi die Meditationsform vom Buddha entwickelt, wie er Erleuchtung gefunden hat. Und er hat Erleuchtung eben vor allen Dingen dadurch gefunden, dass er festgestellt hat, dass wir uns eben über unsere Sinne, über unseren Körper, dass wir so attached sind, wir haften da so an, wir sind dann in diesem Gefühl, wir denken, wir sind das, es geht nie wieder weg. Und dann macht es natürlich noch schlimmer und dann fängt diese Kombination zwischen Kopf und Körper, Körper und Kopf an und dann wird das die ganze Zeit hin und her gespielt und dann wird es noch schlimmer. Und irgendwann muss halt der Punkt kommen, angenommen, ihr hattet jetzt einen Tag einen scheiß Tag, ihr seid traurig, ihr habt Angst, ihr seid wütend, was auch immer, ihr seid verletzt. Seid es für 24 Stunden, im Idealfall seid es für 3 Minuten und nicht länger, weil länger will ein Gefühl wirklich nicht bei euch bleiben. Und dass man dann Sport macht, bewegt deinen Körper. Das ist das, also euer Körper ist das, was wir so vernachlässigen, was ich auch lange so vernachlässigt habe, weil ich immer so im Kopf gewesen bin, dass ich immer so rational versucht habe, die Dinge dann aufzulösen und so. Nein, zieh dir deine Joggingschuhe an, geh raus, geh eine Runde joggen, geh eine Runde schwimmen. Geh tanzen, aber mach irgendwas, bring dich in eine andere Energie und in dem Moment sendet dein Körper automatisch ein in dein Gehirn, oh, Laura ist irgendwie glücklich, die macht irgendwas und dann denkt mein Kopf, okay, warum ist Laura glücklich, dann habe ich plötzlich ganz viele Ideen, warum ich gerade glücklich bin, dann geht das wieder zurück in meinen Körper, dann denkt mein Körper, sie ist super glücklich, dann geht das wieder und zack, geht's mir wieder gut, ja. Also und das ist, glaube ich, so das, was so wichtig ist, langfristig auch sich damit auseinanderzusetzen, dass wir, dass unser Geist, unser Körper, unsere Seele, das hängt alles miteinander zusammen. Und ihr könnt auf allen Ebenen quasi eingreifen, um eure Emotionen zu verändern, um eure Gedanken zu verändern. Und das ist nie irgendwie in Stein gemeißelt, sondern es ist alles immer in Bewegung. Es ist alles immer in Fluss. Und das war für mich auch so schön nach Vipassana, einfach so diese Gewissheit zu haben, ja, egal wie schlimm das Gefühl ist, es geht vorbei. Es geht vorbei. Und der Lehrer sagt dann immer, be happy. Be happy. Und das ist so, das ist am Ende ist es auch die, ist das eigentlich alles, was wir wissen müssen fürs Leben, dass egal wie schön der Moment ist oder egal wie schlimm der Moment ist, er wird vorbeigehen. Und deswegen ist es so schön, den Moment zu genießen und einfach da zu sein und zu wissen, ich kann jetzt glücklich sein. Ja. Das war jetzt eine lange Ausführung. Das
nicht an Tagen mache, wenn es mir nicht gut geht. Mein Buch nicht hier, kann ich alles mitschreiben. Das gibt's im Podcast. Und du, Tobi, hast auch mal Tiefs? Nee, doch. Also, um ehrlich zu sein, habe ich meine Tiefs auch ziemlich gut im Griff, weil es eine lange Zeit in meinem Leben gab, mehrere Jahre, die waren dauertief, ähnlich wie bei dir. Und deshalb bin ich einfach wahnsinnig dankbar. Ich habe gelernt, dankbar für das zu sein, was ist. Aber wenn ich nach Hause komme, habe ich vorhin schon gesagt, habe ich auch mal so Bewohnermomente. Da ist eher die Rita, meine Frau, so, die dann sagt, hey, du bewohnerst du jetzt hier rum. Ja? Machen wir mal die Musik an. Aber ich glaube, jeder von uns hat ja eine Geschichte und jeder von uns hat auch ein bisschen was im Rucksack, dass man mal rausholen muss, um den nächsten Schritt im Leben zu machen. Und da gab es halt mehrere Jahre in meiner Kindheit, die waren echt mega mies. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Sprecher geworden bin, weil da durfte ich halt nicht sprechen, zumindest nicht mit anderen. Und deshalb bin ich heute so glücklich einfach, dass ich das machen darf, was ich mache. Ja, dass ich meine, wir haben ja alles. Es hat ja, klar haben wir Probleme und wir denken, es ist was Schlimmes, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wie wir hier alle sitzen, das ist alles betreutes Wohnen hier, ja, wir fahren nach Berlin zu DNX, also wir haben unglaublich viele, und da komme ich zu Laura zurück, Gründe einfach dankbar zu sein, also auszurasten vor Dankbarkeit. Und das auch wirklich dann zu zeigen, weil auch sich das auch selber zu gestatten. Ja, das genau, einfach mal Blödsinn machen, so uns selbst nicht so ernst nehmen, nicht so wichtig nehmen, Blödsinn machen, ja. Und dann, da sind wir halt wieder bei dem Universum. Ich glaube, das wird auch irgendwo gesehen, ob du dann jetzt mal Blödsinn machst und dankbar für das bist, anstatt sag, ich brauche noch mehr, sondern ja, einfach Blödsinn machen und dann andere noch anstecken. Ja, wenn du das schaffst, eben andere mit deiner Energie mit anzustecken, dass die gar nicht wissen, warum die jetzt auch plötzlich so kribbelig sind und sagen, und die gehen dann nach Hause und die stecken wieder andere an. Ich meine, dann haben wir hier irgendwann ein geiles Land ohne die ganzen miespetrigen Leute, die hier rumlaufen und sagen, der April hat scheiß Wetter. Ja, das, dann funktioniert's. Ja, kann ich nur unterstreichen. Bei uns ist ja so krass, weil wir immer mehr oder weniger das ganze Jahr unterwegs sind und dann zweimal im Jahr nach Deutschland kommen und schon genau wissen, was passiert. Und egal, welch hoher Energie wir sind und auf welcher Frequenz wir dann schwingen und sagen so, boah, diesmal bossert mich das aber nicht, was passiert und dass die Leute irgendwie schlechte Laune haben oder dass sie sich anflaumen oder übers Wetter reden und einfach total miserable sind. Das Spannende ist auch eine Studie, die ich letztens gesehen habe, wir haben 7 Milliarden Menschen auf der Erde und 10% haben psychische Erkrankungen und Depressionen und Burnout. Und von diesen 700 Millionen Menschen lebt der Großteil in Europa und in Amerika. Das muss man sich mal geben, wo jeder sagt, du hast ja alles. Und gleichzeitig auch da, ich meine, ich bin ja sehr provokativ, was die Bewohner angeht, aber wir leben auch in einem geilen Land. Wir leben in einem Land voller Chancen. Ich kenn wenig Orte auf der Welt, wo wirklich Sicherheit so spürbar ist, wo es so grün ist, wo so viel für Umweltbewusstsein getan hat. Wir hatten jetzt Freunde aus Mexiko da bei einer Veranstaltung. Die haben sich hier nur umgeguckt. Die haben gesagt, das ist ja wie grün. Die waren erschlagen von dem grünen Deutschland, von der Luft. Ja, wir haben hier echt auch richtig geile Sachen. Ja, und ich glaube, da muss man einfach halt hingucken. Ja, du kannst das jetzt überrennen, scheiß Gras hier, oder du sagst auch geil Gras, ja? Vor allem haben wir auch richtig geile Leute. Ja, auch noch. Ja, mittlerweile habe ich da auch echt eine große Empathie, weil die Deutschen an sich jetzt auch aus der Historie raus, das ist ein geiles Volk, die haben sich immer wieder aufgerappelt und immer wieder angefangen und immer wieder von null sich dahin gebracht, wo sie jetzt sind und haben überhaupt keinen Grund, da irgendwie immer wieder in diese Opferrolle reinzugehen. Und das ist echt so schade, weil so viel Talent hier in diesem Land steckt. Und zwar auch bei allen Leuten. Also ich habe immer Busfahrergeschichten, auch eine von heute. Ich bin ja hier in Berlin angekommen und ich bin ja im wahren Leben oft mit Dingen komplett überfordert. Ich habe dann versucht, so eine Fahrkarte zu ziehen. Und in Frankfurt, da muss man ja dann die Station eingeben, wo man hinfährt. Hier nicht. Hier steht Tarifgebiet A bis Z. Keine Ahnung, wo das ist. Und da habe ich mich halt hilfesuchend umgeguckt und da kam wirklich heute, vielleicht guckt er das, weiß ich nicht, kommt ein Busfahrer aus dem Bus raus, also der hatte da, hat gesagt, brauchen Sie Hilfe? Und der hat mich angestrahlt, der hatte 3 Zähne im Mund, also mega geiler Typ. Also ja, Sie kommen wahrscheinlich nicht von hier, ich war auch schon mal woanders, tippt es ein. Ja, aber geil. Ja, der, und das sind so... Das ist geil.
so, um in meiner Definition Superstar zu sein, musst du halt das sein. Nicht irgendwie, keine Ahnung, da mit deinem Porsche rumfahren. Das ist nicht Superstar. Superstar sein heißt, für andere Menschen zu sehen, die brauchen jetzt Hilfe. Da kommt der Hund jetzt. Das ist die Bella aus Brasilien. Die ist Bella aus Brasilien. Straßenhund. Ja. Ach ja. Die findet hier in Deutschland auch schön. Ne? Die bleibt auch hier. Ja, aber das ist so ein Punkt, der ist echt wichtig. Ja? Sich auch mal hinzusetzen und zu sagen, okay, ist echt geil, wie es ist. Ja, absolut. Und einfach mal die Leute zu schocken mit deiner Freundlichkeit und mit deiner positiven Art, was man sich früher auch oftmals nicht gestattet hat. Ich auch viel zu lange nicht und dachte mal, ich darf nicht ausflippen. Ich bin ein krasser Type-A-Typ und nach der ayurvedischen Lehre Pitta und halt voll immer auf einer riesen krassen Energie unterwegs. Und alle haben mich immer klein gemacht, haben gesagt, nee, Moira, du gehst mal auf den Sack und sei nicht immer so laut und mach dich nicht immer so breit und du bist wie so ein Elefant im Porzellanladen. Und das kenn ich ja. Aber wenn du dir jetzt dann einmal gönnst und eingestehst und das auch genießt, also gönn dir und einfach mal so bist, auf einmal kannst du andere Leute damit inspirieren mit deiner Energie und mit deiner Power und dann merkst du, es ist eigentlich ganz okay, wie ich bin. Ja, und zwar auch Leute, die nicht auf dieser Welle sind und dann dauert das halt ein bisschen. Wir haben in Frankfurt vorher gewohnt und da war, neben uns war eine Bäckerei und da war eine Bäckerei-Fachverkäuferin, das war so der wirklich unfreundlichste Mensch, den ich in meinem ganzen Leben, die hat die Brötchen nicht genommen, die hat die in die Tüte geschmissen, so dass manchmal das unten aufreißt und runterfällt. Also wirklich so, die war der Inbegriff der Negativität, dieser Mensch. Und ich habe dann halt irgendwann, klar, da kommt dann, ich kam auch mein Ego hoch. Am Anfang habe ich gesagt, können Sie halt nicht mal ein bisschen netter da reinlegen? Das funktioniert natürlich bei der Frau nicht. Und habe ich dann zu Rita gesagt, wir probieren das jetzt mal anders mit der. Ja, wir müssen die jetzt mal. Und dann bin ich halt da reingegangen und habe gesagt, also Sie machen ja echt einen anstrengenden Job hier. Und dann hat sie gesagt, wie meinen Sie das? Ja, ich saß seit 5 Uhr morgens, seit 5, 4 stehe ich auf, 3 muss ich hier hinfahren. Ich sage, das ist ja krass. Und dass Sie dann immer noch so freundlich sein können. Jetzt pass auf. Und jetzt gibt's natürlich 2 Möglichkeiten, wo sowas hingehen kann. Entweder die denkt, du verarschst die jetzt, oder die merkt, du gibst der wirklich Aufmerksamkeit. Und da habe ich gesagt, wie ist denn das so? Wie lange arbeiten Sie denn schon hier? Einfach mal mit jemandem in Resonanz gegangen, hat sie mir halt ihre Geschichte erzählt, alleinerziehende Mutter, 2 Kinder, da kam so dieser ganze Wall, wie schwer ihr Leben ist. Und da habe ich gesagt, krass, da, ich wollte mich einfach nur bedanken dafür, dass ich hier jeden Tag meine Brötchen kriege. Und jetzt kommt der Oberwitz. Seit dem Tag hat die vorher für uns in eine separate Tüte gepackt. Ich bin reingekommen, die steht da so, Tobi! Ja? Und hat uns, ja, da musst du halt manchmal auch ein bisschen clever sein. Auch wenn du zum Arzt gehst, dann musst du ja erst immer da an diesem Drachen vorbei, ja. Da hast du was am Rücken, da sagt der nächste Termin November 2017. Ja, November 2017 ist mein Rücken von alleine wieder gut, ja. Dann musst du halt irgendwie an dieser Person vorbei. Und da hilft halt nicht Ego, da musst du dann halt richtig nett sein zu der. Und dann drehst du dich um und läufst ganz langsam Richtung Türklinke und wartest nur das. Ja, warten Sie mal. Und dann drehst du. Es geht ja. Das Gesetz der Resonanz. Ja, es geht auf jeden Fall. Und auch was Laura sagt, sei einfach der Wandel in der Welt, den du sehen willst. Also leb das vor. Ich weiß noch, ich bin jetzt vor 2 Tagen über den Alex gerast, weil ich pumpen wollte zum Gym. Und dann war da aber so ein Typ, ein Bettler auf dem Boden und hat Musik gespielt und direkt vor Primark, glaube ich, hat er sich hingesetzt und kein Mensch hat ihn angeguckt. Heißt das nicht Primark? Primark? Achso, Primark halt. In Wuppertal sagt man Toys R Us statt Toys R Us, ja. Primark. Ja, ich gehe nie einkaufen. Wir gehen nach dem Woolworths, sagt man bei uns. Das ist gut, dass du das nicht kennst, weil das... Ja, spricht für dich. Ist nicht nachhaltig. Auf jeden Fall habe ich den Typen gesehen. Ich so, boah, nee, Moira, du musst ja irgendwas machen. Du musst ihm jetzt deine Kohle geben. Du musst ihm irgendwie einen schöneren Tag besorgen. Und bin dann voll in die Eisen gestiegen. Das haben so die anderen mitgekriegt, weil ich fast auf die Fresse geflogen bin. Mit der Vorderbremse gebremst. So, wow, hinten das Fahrrad da oben. Also irgendwie hatte ich so, weiß nicht, ein Calling. So, dem Typen muss er jetzt was Gutes tun. Naja, und dann habe ich mich da hingestellt. Habe mir erstmal angeguckt, versucht zu reden. Aber der konnte irgendwie kein Deutsch. Und dann habe ich mein Geld rausgesucht, ihm was in den Topf getan. Habe ich nochmal bedankt, er hat sich bedankt und die ganzen Leute um mich herum, die haben mich angestarrt, als ob ich ein Astronaut bin oder ein Außerirdischer, was ich da gerade gemacht habe. Und dann bin ich einfach wieder auf mein Fahrrad gestiegen und weitergefahren und das ist, glaube ich, genau der Wandel, den du den anderen Leuten vorleben musst.
Ja, du musst halt erstmal dein Ja, Applaus. Du musst halt erstmal dein Umfeld ändern, um großes Umfeld zu ändern. Ja, also die Chinesen sagen, du musst bei dir vor der Straße sauber machen. Wenn das alle machen, ist die Straße sauber. Ist alles gar nicht so schwer, ja. Aber es gibt dann Leute, die wollen auf der großen Bühne große Geschichten erzählen. Fang doch mal auf der kleinen Bühne an. Ja, wenn du über Beziehungen sprechen möchtest, dann hab doch erstmal eine geile Beziehung. Ja, das wird schon Sinn machen. Wenn du über finanzielle Freiheit sprichst, wäre es schon geil, wenn du ein paar Plätzchen auf dem Konto hast oder irgendwo. Also du brauchst halt so, und das ist glaube ich, schon, dass ich diese Brücke jetzt nochmal schlage hier in die digitale, wie heißt das, Nomaderei, wie sagt man das? Digitales Nomadentum. Ins digitale Nomadentum. Nomadei. Bei Primark machen wir das. dass wir... Ja, du brauchst halt bei irgendwas auch so ein Proof of Concept. Ja, mach halt eine Sache richtig gut und darüber darfst du reden. Oder das eben machen. Ja, das ist schon so ein Tipp, den meine ich auch wirklich ernst. Weil es gibt ganz viele, die wollen bei Sachen coachen und bei Sachen helfen, haben die selber überhaupt gar keine Ahnung von. Ja, und das mach halt diese eine Sache, die machst du gut und dann wird's organisch groß. Voller Dankbarkeit und Abundance. Vom Primark. Primark heißt das, ne? Primark. Keine Ahnung. Kaufen wir da nicht. Das ist nicht gut. Also, okay. Gottes Willen. Aber. Anyway, sollen wir mal gucken, gibt es Fragen aus dem Publikum? Wer traut sich? Hier vorne? Ich wollte nur Laura gerade mal kurz fragen. Du hattest gerade gesagt, den Moment genießen. Ja. Genießt du denn auch die negativen Momente? Es kommt ein bisschen drauf an, glaube ich, wie man genießen dann definiert. Aber zumindest bin ich nicht mehr so, dass ich mich so dagegen auflehne oder dass ich so dagegen kämpfe. Also es ist okay. Also es ist okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich voller Freude und Dankbarkeit durch jeden schrecklichen Moment gehe. Da bin ich noch nicht. Es wäre gelogen. Aber es ist auch nicht so, dass ich... Es gibt ja auch so Menschen, die suhlen sich dann da drinne, die bleiben dann da drinne und die wollen dieses Leid. Die definieren sich darüber. Die definieren sich dann über diesen und die erzählen dann 30.000, es gibt diese wunderschöne Geschichte, die erzähle ich jetzt mal kurz. und zwar ist es dieses Bild, du gehst am Strand spazieren, wunderschöner Tag und dann kommst du nach Hause und vor dein Haus hat irgendjemand einen riesengroßen Misthaufen gelegt. Einen riesengroßen Misthaufen, richtig, richtig groß. Und du weißt aber auch nicht, wer es war. Der liegt jetzt einfach vor deiner Haustür und du musst jetzt zusehen, was damit passiert. Was die meisten Menschen jetzt machen, die nehmen jetzt diesen Mist, der stinkt, tun sich die in alle Taschen, in die Hosentasche, in die Jackentasche, überall tun die jetzt diesen Mist rein und gehen jetzt mal zu allen Menschen hin, die sie kennen und sagen, dieser Mist ist überall an mir dran und vor meiner Haustür und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Und laufen damit jetzt 2 Wochen rum und es stinkt immer mehr und der Misthaufen vor ihrer Tür wird aber nicht kleiner, ja. Das ist die eine Alternative, was man damit machen kann. Was du aber auch machen kannst, ist diesen Mist zu nehmen, dir eine Schubkarre zu organisieren, dir vielleicht noch einen Freund zu organisieren, der dir dabei helfen kann, dir eine Schaufel zu nehmen, diesen Mist in eine Schubkarre zu tun, ihn hinters Haus zu fahren, zu vergraben und ein Jahr später läufst du da lang und dieser Mist ist zum Dünger geworden und da steht der schönste Obstbaum und dann kannst du zu Leuten sagen, ey, guck mal hier, dieser Obstbaum, möchtest du einen Apfel von mir haben? Und das ist das, wie ich halt mittlerweile mit Problemen umgehe. Ich schaue mir die kurz an. Natürlich ärgere ich mich auch oft für einen kleinen Moment. Oder auch mal einen längeren Moment. Aber das ist auch okay, ja. Das soll ja auch sein. Das ist ja Energie, Emotion. Das ist Energie in Bewegung. Nichts anderes ist Emotion, Gefühl. Das ist okay. Wir sind alle Menschen. Wir dürfen fühlen. Wir dürfen auch mal sauer sein. Ey, aber dann let it go und erzähl es bitte nicht der ganzen Welt, sondern mach was mit dem Mist, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir in meinem Leben war es auf jeden Fall so, dass wirklich die allergrößten Krisen und die Momente, wo ich das Gefühl hatte, alter Schwede, da hat mich jetzt gerade aber jemand richtig, richtig scheiße behandelt. Also wo mir Leute Geschäftskonzepte geklaut haben, wo mich Leute betrogen haben, belogen haben. Das haben wir alle schon erlebt. Aber in diesen Momenten zeigt sich, wer du mittlerweile bist in deinem Kopf und wie du damit umgehst. Und klar, gibt es dann diese 10, 20 Minuten, wo man denkt, dass einem das Herz zerfetzt und wo man wütend ist, wo man traurig ist, wo man weint. Und dann kommt aber dieser Moment, wo du was umlegen kannst in deinem Kopf und wo du sagen kannst, ich guck mir den Misthaufen jetzt mal an.
ich hole mir eine Schubkarre, ich bringe den hinter das Haus, ich vergrabe den und in einem Jahr habe ich dann einen Obstbaum stehen, den kann ich dann mit ganz vielen Menschen teilen. Und ich glaube, das ist so, also das ist jedenfalls meine Philosophie, wie ich mittlerweile damit umgehe, ich fahre damit ganz gut. Und bei mir ist es halt auch so, die Menschen, die mich kennen, ich liebe einfach das Leben und ich liebe jeden einzelnen Moment und ich bin einfach so aus tiefstem Herzen dankbar, hier sein zu dürfen. Und deswegen, jede Erfahrung gehört dazu. Und ich glaube, auch jede Erfahrung gibt mir langfristig irgendwas. Also, was ich vorhin meinte, alle Krisen, die ihr bis jetzt hattet, all die Momente, wo ihr dachtet, warum passiert mir das jetzt gerade? Ich bin mir sicher, heute könnt ihr sagen, warum das passiert ist, was es euch gebracht hat. Was es euch, ne? Ja. Und das ist so das, wo ich halt schaue, schneller hinzukommen mittlerweile. Also schneller in diesem Modus von, okay, was könnte mir das bringen? Ja, welche Geschichte könnte ich dadurch irgendwann erzählen? Wem kann ich damit irgendwann helfen? Oder was ist da vielleicht karmatechnisch bei mir auch schiefgelaufen? Wo habe ich das Gleiche vielleicht mal bei jemand anderem gemacht, wo jetzt gerade einfach die Retourkutsche kommt? Das mag das Ego dann nicht so gerne, aber auch da muss man dann manchmal hingucken. Und dann auch ehrlich zu sich sein und dann wieder zu wählen. Will ich dieser Mensch sein? Ja oder nein? Wähl neu. Weil meistens sind diese Momente für uns, wo wir neu wählen können, wer wir eigentlich sein wollen. Herr Beck. Was war die Frage? Ich bin, wenn Laura spricht, ich bin dann immer in so einer Blase. Ich denke so, oh. Habt ihr das auch bei ihr? Dass sie so, oh. Ich tauche dann immer kurz in so eine parallele Welt ab. Ich auch. Ja klar, gibt eine Menge Scheiße, ne? Ich glaube, ist schon richtig, wie geh ich halt damit um? Ich habe halt irgendwann... Da sind wir wieder bei dem Thema Ego, ne? Wir haben gestern, mich hat mal ein wirklich guter Freund um einen ganzen Batzen Geld beschissen. Also so richtig viel. Gerade auch in der Zeit, wenn du wenig hast, war es richtig viel. Also, wir haben gestern einen Staubsauger gekauft und dem haben wir jetzt den Namen gegeben von dem. Der muss jetzt bei uns, kennt ihr diese Roboter, die den Dreck putzt? Der heißt jetzt so. Und der muss jetzt von morgens bis abends bei uns Staub fressen. Ob das karmisch gut ist, keine Ahnung, aber ja, ich glaube, es ist diese Probleme oder die Momente, wo es uns richtig schlecht geht, das ist wichtig, weil sonst wachsen wir auch nicht. Also ich kann wirklich sagen, dass wenn auch damals mein Vertrieb nicht zusammen, also wenn man mir nicht diesen Arroganzzahn damals gezogen hätte, es gab eine lange Zeit in meinem Leben, da habe ich Erfolg mit Besitztum gleichgestellt. Weil das war das Einzige, wo ich mich mit definieren konnte, eine Zeit lang. Ja, das war so der Moment, ich habe Geld verdient, ich habe ein SLK gefahren, AMG getuned von der Firma, hatte ein Penthouse mit Pool, eine Freundin an der Hand, die war Model von Ralph Lauren. Das war mir wichtig damals, vermeintlich. Ja, weil ich habe gedacht, das ist erfolgreich sein. Und dann ist der Vertrieb gegen die Wand gefahren, was war als erstes weg? Die Freundin. Ja. So schnell konntest du gar nicht gucken. Genau, dann war das Auto weg, dann die Karte, auf der das Geld immer drauf kam. Und im Nachgang war das größte Geschenk, weil was wäre ich für ein arrogantes Arschloch geblieben, wenn ich so weitergemacht hätte. Ja, und ich wäre gar nicht offen gewesen für andere Themen im Leben. Und dann musste ich erstmal wieder ins Kinderzimmer einziehen bei meinen Eltern, ins Hochbett und meine Wunden lecken. Musste die Tante aus Frankreich wiederkommen, mach doch einmal in deinem Leben was. Richtiges, vernünftiges. Richtiges, anständiges, was normales. Und dann habe ich halt irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, ich mach's aber halt diesmal anders. Ja, ich mach's halt ohne diese ganze Kacke nach außen. Ich muss erstmal nach innen glücklich werden und dann setze ich mir halt, ich brauche ein Ziel, was größer ist als ich und dann wird's wahrscheinlich auch funktionieren. Und ich habe damals gesagt, okay, in diesem Persönlichkeitsentwicklungsprozess ist es mein Ziel, so viele Menschen wie möglich erfolgreich zu machen und ihnen, ich nenne es immer so ein Leben auf so einem Regenbogen zu geben, weil meine Kinder, die leben wie in so einem Regenbogen, da ist alles top und die meisten, die tun das eben nicht und das war dann irgendwann das Warum und dann ist es groß geworden. Ja, klar gibt's immer noch zwischendurch Steine, die in den Weg gespissen werden, selbstverständlich, aber es ist dann halt so. Cool, noch eine Frage aus dem Publikum? Wann wart ihr in eurem Leben am glücklichsten? Also der glücklichste Moment, wo ich wirklich in absolutem Einklang mit allem war, war, als mein kleiner Sohn geboren wurde.
das war, das hat alles nochmal in absolute Perspektive gesetzt bei mir. Also das war unglaublich. A, dieser ganze Prozess war unglaublich da in diesem Krankenhaus, da möchte ich jetzt mal nicht drüber sprechen. Aber als der dann da war, und das werde ich halt nie vergessen, das kommt dann ja dann da raus. Oh, und dann wurde er halt so hochgehoben und dann hat er zur Seite geguckt, also wirklich wie in so einem Film. Und dann haben wir so das, der sieht ja nichts. Ich habe dann gesagt, oh, der sieht jetzt einen Papa, die sehen ja am Anfang noch gar nicht so viel. Aber dann hat er halt so gelächelt und in dem Moment habe ich wirklich dieses Gefühl, das hat mich komplett übermannt, ich kannte das gar nicht. Ach, deshalb bin ich da. Ne, das war für mich bisher, natürlich, als ich meine Frau kennengelernt habe, wir geheiratet haben, aber so dieses Familiending, weil ich glaube halt auch, es gibt keine Entschuldigung für so ein kaputtes Zuhause, das ist mir ganz, ganz wichtig, so dieses Zuhause zu schützen und dieser Moment und dann, als die Kleine da noch kam, da war das so komplett. Ja, und deshalb, ja, das war der glücklichste Moment. Die Mädels schmelzen dahin. Warum hast du deinen Sohn Emil genannt? So, warum hast du deinen Sohn dann Emil genannt? Nach dem Moment? Weil der zweite Held so in meinem Leben ist mein Papa und der heißt mit Zweitnamen so. Also mit Erstnamen heißt der Horst. Horst finde ich jetzt... ist gesellschaftlich schon schwer, ne, in Limburg, wenn du jetzt so als Vierjähriger Horst heißt. Horst, komm aus dem Sand. Also das ist so... Und der zweite Name war halt Emil. Und der heißt, er ist halt Emil, weil mein Papa ist auch so ein Held in meinem Leben. Korrekt. Cool. Noch eine Frage? Ja, du musst doch dein glückliches Moment. Warte, erst ist Laura dran. Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich finde es schwierig, das so auf einen Moment zu reduzieren. Ich bin mir sicher, wenn ich irgendwann Mama bin, wird das wahrscheinlich auch der schönste Moment sein. Ich bin im Moment sehr, sehr glücklich verliebt. Deswegen, das macht mich sehr, sehr, sehr glücklich. aber einfach, ich bin einfach glücklich. Also, deswegen, mir fällt es so schwer, das irgendwie auf so einer Skala einzuordnen. Und das ist für mich auch nicht, für mich ist es wichtiger, erfüllt zu sein, ehrlich gesagt, als glücklich zu sein. Weil glücklich zu sein ist so ein Moment, der kommt, der geht. Aber mein Ziel ist es, oder wonach ich strebe, ist Erfüllung. Und Erfüllung, in Erfüllung darf auch Traurigkeit sein. Da darf auch mal der Moment von Wut sein, das darf alles sein. Und, aber damit auch cool zu sein. So, das ist für mich erfüllt zu sein. Und, da bin ich im Moment auf einem guten Weg. Und das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Also so, das zu leben, das zu üben, sozusagen, jeden Tag in die Fülle zu gehen und mit Menschen diese Fülle zu teilen und diese Fülle weiterzugeben und, ich habe diesen Sonntag im Spiritual Sunday habe ich gesagt, es gibt so einen wunderschönen Satz und der heißt, aus Fülle entsteht Fülle und wenn du aus Fülle nimmst, bleibt Fülle. Das heißt, Fülle kann nie weniger werden als Fülle. Das ist wie, du hast ein Meer und nimmst daraus einen Becher Wasser. Das Meer ist trotzdem noch Fülle. Und das ist das, worum es mir geht im Leben. Also es geht nicht um diese einzelnen Momente, wo ich ausraste vor Freude. Es ist natürlich wunderschön, aber dafür bin ich nicht da. Das ist schön, aber ich strebe nach was anderem. Ja. Dankeschön. Ich bin schon wieder die Blase abgetaucht. Ich auch. Kannst du echt eine Postkarte rausmachen aus jeder Antwort. Ne? Markus Meurer macht den Laura Seiler Podcast. Das mit dem Meer und dem Becher, das ist gut. Ja. Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de und connecte dich mit Tausenden von anderen Lifehackern und angehenden digitalen Nomaden. Und drittens, geh jetzt auf www.dnx-berlin.de/news und trag dich in den kostenlosen Newsletter ein. Dort bekommst du meine 7 Erfolgsgeheimnisse und einen 50-Euro-Gutschein für die nächste DNX in Berlin. Alle Infos zur DNX und das Programm findest du auf www.dnx-berlin.de. Peace and out.